Ja, also wir haben ein neues Stadion für Chemnitz gebaut, was einfach größer und besser sein soll und auch etwas moderner und schöner halt. Ja, hier haben wir auch einen Parkplatz gebaut, wo man dann auch direkt mit der Straße halt dahin fahren kann. Und ja, dann kann man dann ein Ticket ziehen und dann kommt man da halt rein und kann parken. Dann gibt es links und rechts dann VIP und halt nicht VIP-Eingang. Und genau da Check-in normal und da ist VIP. Und ja, im VIP ist halt man halt abgegrenzt und halt hat auch dafür einen kleineren Bereich. Und ja, im Normalen ist es halt einfach normal. Wir haben auch hier Essensläden gebaut, wo man sich einfach hier Essen kaufen kann. Hier zum Beispiel Steak oder so. Und ja, dann. Das schmeckt sehr gut übrigens. ja, dann geht es hier hoch zur Tribüne. Halt vom VIP-Bereich. Dort sieht man halt auch schon die Tore und so. Und ja, das ist halt klein, aber etwas luxuriöser. Und ja, hier die Lichter überall, der Weg. So, ja, und jetzt laufen wir hier noch zum normalen Eingang. Dort haben wir dann drei Eingänge einfach gemacht. Und auch einen Essensladen. Dort gibt es Karotten, Zaubertränke und so. Und ja, dann geht es hier auch zur Tribüne. Hier wieder, da sitzen die Teams links und rechts. Die Coaches. Und ja, hier die Tribünen. Ja. Ja, hier ist auf jeden Fall, hier wird schon angespielt, der Fußball. Hier geht es schon los mit dem Spiel. Steht zwar noch 0 zu 0, aber ja. Ja, dann sind hier vorne die Umkleiden. Einmal Heim und Gast. Und ja, es ist in beiden gleich. Hier gibt es halt Bänke, wo man hier auch was hinlegen kann oder so. Und halt noch jeweils zwei Duschen. Ja, hier, da und rechts auch noch. Genau. Und auf der anderen Seite ist es eigentlich genau gleich. Da haben wir wieder Bänke und zwei Duschen. Gut. Ich hoffe, das wird so umgesetzt. Ich bin sehr zufrieden mit unserem Stadion. Ich auch sehr. Und dann danke für die Unterstützung Team ja. von Tobias. Ach so, ja, und hier spielt der Chemnitzer FC. Und wir würden uns auch wünschen, wenn hier Bundesliga oder halt etwas besondere Spiele auch stattfinden würden. UEFA Champions League oder Ja, genau. ähnliches.